Jawohl, so. Jetzt gehen wir mit diesem Produkt ab auf den Grill. Die Lamm nie ein Stückchen umgewürzt, weil wir das nachher würzen. Weil, wenn ein Stück Fleisch so kurz drauf ist auf dem Grill, hat es gar keine Zeit, um die Aromen aufzunehmen. Und darum lange es eigentlich, wenn du das würzen würdest nach dem Grillen. Weil dann verbrennst du das Gewürz auch nicht. So. Und das Kalbsreck. Hier messen wir jetzt die Kerntemperatur. Das ist das Einzige, was uns sagt, wenn das es wirklich im Kern die richtige Temperatur hat, hat ein feuerfestes Kabel dran. Hier haben wir gesehen, was wir eingestellt haben. Das sind die Grade, die wir haben im Fleisch. Und jetzt kommen wir sofort zu beobachten, was wir für eine Temperatur haben. Und mit 58 Grad Schellets, dann wäre unser Curry fertig. Einer der grössten Fehler, den man beim Grillieren machen kann, ist, dass wir viel zu heiß arbeiten. Also beim Holzkohlegrill viel zu viel Kohle anzünden auf einmal. Und beim Gasgrill haben wir immer das Gefühl, wenn es schon so einen Hahn dran hat, dann muss der voll off sein. Das ist natürlich falsch, weil die Grillieren, ideale Temperatur ist 160 bis 180 Grad. So, jetzt haben wir die Lamnierstücke noch schnell ein bisschen nachmarinieren, weil wir sie noch nicht mariniert haben. Schnell kurz mit ein bisschen Senf, ein bisschen frische Kräutchen, die wir drin haben, Rosmarin in der Marinade, ein bisschen frische Butter, 2-3 Minuten ziehen lassen. Und dann reicht das eigentlich von der Würze her schon. Viele Leute erzählen einfach, dass Gasgrill einen Nachteil hat vom Geschmack her. Die Tatsache ist einfach, ein Gasgrill, der richtig brennt, der richtig funktioniert, hat keinen negativen Nachgeschmack. Also Gas ist auch nicht räuchbar, wie man immer sagt, sondern das ist ein Brennstoff, wie wenn es reine Holzkohle eigentlich auch wäre. Und Holzkohle gibt kein bisschen mehr Aromen als das Gas. Bei Feuer, wenn wir mit Holz führen, ist es wieder etwas anderes, weil dort haben wir noch eine Raucherzeugung und dort können wir noch ein gewisses Raucharoma über. Das ist aber wieder etwas anderes. Das verwenden wir eigentlich hauptsächlich im Barbecue-Smoker rein oder im offenen Schmini. Aber auch dort bringt es eigentlich nichts anderes als Wärme ins Holz, weil am offenen Schmini fährt man ja erst an grillieren, wenn eigentlich das Feuer fertig ist. Machen wir hier noch einen wunderbaren Anstrich mit ein bisschen Senf, oder? Ein bisschen Senf, Butter, frische Kräutchen, dass es einen schönen Glanz gibt auf das Ganze. Muss man schnell anschneiden, oder? Dann sehen wir mal, wie der Anschnitt ist. Wunderschön saftig, oder? Wie wir es gerne hätten. Wir machen hier Fingerfood, oder? Herrgott, dass uns die Finger zum Essen und zum Arbeiten. So, jetzt haben wir unsere 58 Grad erreicht. Jetzt können wir das Kerntemperaturmessgerät entfernen. So. Und jetzt nehmen wir den Brot raus und lassen ihn etwa 5 Minuten, 6 Minuten schön langsam ruhen, damit sich der Fleischsaft wieder verteilen kann. Und dann haben wir nachher einen wunderschön saftigen Brot. So. Also, wenn wir jetzt hier sehen, wie saftig das Stück ist, wenn wir durchkommen. So. Wunderbar, oder? Schön saftig, wunderbar, wie der Saft fließt. Schön rosé. Das macht doch Spass, das ist Grillieren, das ist Kochen im Freien.